Die Perle aller bosnischen Gewässer ist zweifelsohne der Fluss Una, auch bekannt als die Einzigartige. Hier befindet sich ein Huchenrevier der Extraklasse, das als einziges in Europa seinen Gästen eine Fanggarantie gibt. Ein weiterer fantastischer Platz in Bosnien ist der Fluss Klokot. Auch dieser Fluss wird von kaltem Quellwasser gespeist. Markus verbringt hier jeden Sommer einige erholsame Tage. Eschen und Bachforellen kommen in beachtlicher Anzahl vor. Am besten ist die Fischerei im Mai und Juni. Doch auch die Monate September und Oktober versprechen gute Fänge. Auf dem Weg nach Montenegro verbringt Markus einige Tage am Fluss Drina, dem Grenzfluss zwischen Bosnien und Serbien. Die Drina ist die Heimat gigantischer Huchen. Sa te srde sam ove godine ulovio dve kapitalne mladice. Ja sam stao na taj kamen, počinju uz mene da idu nekakvi žmarci.
Ladjo, ein befreundeter Guide und der wohl beste Huchenangler vor Ort, konnte an diesem Gewässer schon eine stattliche Anzahl von Huchen über 50 Pfund überlisten. In Montenegro angekommen, geht es direkt in die Mirtvica-Schlucht, die im nördlichen Bereich direkt bei den Schwarzen Bergen liegt. Hier, in der mehr als 1000 Meter tiefen Schlucht im kalten und glasklaren Wasser, treiben stattliche Forellen und Eschen ihr Unwesen. Markus wird auch hier mit seinem Angelfreund Thomas Horch aus Süddeutschland einige schöne Stunden verbringen. Und Jungs, wie war heute in Mirtvica? Anstrengend, aber sehr, sehr schön. Ja, super. Erstklassige Fischerei. Und? Top. Ein paar gute Eschen gefangen? Ein paar gute Eschen gefangen. Ich komme auch gerne wieder zurück. Ein weiterer Hotspot in Montenegro ist der Bereich um die kleine Stadt Plav. Zwei wirklich tolle Flüsse, Lim und Ljuza, bieten eine erstklassige Forellen-, Eschen- und Huchenfischerei.